83 Jahren habe ich Revolten. In 83 Jahren, ach, das, da kann sich der dritte Herrscher dann darum kümmern, in drei Herrscher-Generationen. So schnell wie die bei dem. Ich habe unrechtmäßiges Territorium zurückgefordert. Und jemand hat es angenommen. Und was hat dir das jetzt gebracht? Frankreich hat dem Kastilianer Provinz verkauft. Heiko, wegen mir kriegst du noch mehr Reichstradition. Ich merk's gerade. Ich hab nämlich noch zwei Provinzen ins Reichstradition. Ich hab gerade auch noch eine hinzugefügt. Heiko! Ja? Lebensraum im Osten! Der Litauer ist geschwächt! Ja, aber wir müssen jetzt erstmal. Treten wir die morsche Tür ein! Ein kombinierter Angriff der Luft- und Marine- und Landtruppen. Nein. Warum nicht? Macht es eigentlich Sinn, Provinzen weiter zu einen Ruf zu den Waffen? Sankt fordert. Hä? Korsika, achso, ja genau, das muss ich ablehnen, da war ja was. Reichsautorität wieder bei 0. Als Kaiser muss man echt aufpassen, was man drückt. Ja. Bei mir stehen 70 Zuschauer, echt? Also ich habe immer ganz unterschiedliche Zahlen, die gehen immer von bis. Aber hier habe ich 59 und da habe ich, der Kaiser ist tot, aber ich kriege immerhin 9. Steckdose ist schon wieder asynchron. Was für eine Da habe ich auch 59. Na, da hat Steckdose jetzt nicht. Nationale jetzt Entscheidung. Wir Frankreich nochmal, würde ich sagen, oder? Nett, Wüstenfuchs. Nee, das machen wir nicht. Ach, versuch's komm. Wenigstens. Du weißt, dass ich nett sein kann. Ich bin diplomatisch, soweit das passt. Ich sollte jetzt noch nicht zu viele Beziehungen haben, das ist nervig. Heiko? Guckt eigentlich irgendjemand aus deiner Familie deine Streams? Nein, außer meiner Schwester, Freund ab und zu. Und das, was Familie erzählen will. Wobei er sowieso vorhat, mich in Zukunft zu heiraten. Das macht die schwulen Gerüchte nicht besser. Ja, das war auch hier schon teilweise echt widerlich. Was war widerlich? Ja, wenn mal die eigene Schwester auf ihren Bruder eifersüchtig ist wegen ihrem Freund, dann wisst ihr, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Bei wem ist jetzt was falsch gelaufen? Bei allen. Bei allen drei. Wieso? Was kannst du denn dafür? Das habe ich mich ja schon auch gefragt. Ich dachte mir so, nein. Bitte auf. Ich hab doch Yannick und Chrissy. Gib zu, das hast du dir gedacht. Ehrlich gesagt nicht. So mache ich 40. Ich mach 14, wie kommst du auf 40? Ich mach 16. Jetzt noch 33. Ich mach nur 16. Und ich hab fast nur karges Ostland. Ich meine, guckt euch mal meine Provinz an. Bisschen Getreide, ein bisschen Stoff, ein bisschen Eisen hin und wieder. Ich brauch diese Goldprovinz von Böhmen. Jetzt mache ich 18. Was sind meine Ausgaben? Beraterkosten 11. Was? Ja, ich habe einen plus 2 auf Militärtech. Das ist Verschwendung. Ja, aber ich habe die nationale Reserve gebraucht, weil meine Rekrutenreserve einfach Arsch ist. Forschquantitätsideen. Ja, ich weiß. Dafür brauche ich aber Ding-Tech 14, Admin-Tech 14 und den kriege ich auch demnächst. Ich habe schon Admin-Tech 14. Ja, aber ich glaube, ich entlasse den Berater hier jetzt auch. User joined your channel. Leute, ich habe Informationen und sage euch, dass Frankreich nicht der schwerste Gegner ist in diesem ganzen Let's Play. War Frankreich ja, dann Hindustan, Ming. Osmanen. Warte mal, wer der schwerste Gegner in dem Spiel ist. Osmanen. Osmane. Falsch. Was? Ming. Russland. Russland. LOL, guck dir den Russland-Schriftzug an. Ich sag mal so, von Gibraltar bis nach, bis zur Krim und nochmal von Wien bis nach Berlin drangehängt, so groß ist Russland und so vom, ja ungefähr vom Himalaya bis an die Küste ist es breit. Ja, du musst halt nur überlegen, was aber die Provinzen da hinten wert sind. Aber ich hab was Gutes herausgehandelt, wir haben ein Verteidigungsbündnis mit den Osmanen gegen den Ostblock.
Heiko, morsche Tür, jetzt. Morsche Verteidigungsbündnis. Ah, bisschen Fuchs. Wann verstehst du, was Verteidigung bedeutet? Ich meine dazu, wenn einer von uns bei einem Bündnis angegriffen wird, muss der andere automatisch... Nein, ich bin nicht schwul, also... Ist es okay ausgehandelt? Was? Heiko, leugne deine Gefühle doch nicht. Heiko, ja. Ist es okay ausgehandelt, dass wenn Osmane angegriffen wird oder wir das Reich angegriffen werden, muss automatisch der Osmane Russland greifen oder wir Russland angreifen? Ja, wir dürfen denen dann halt, das ist dann Verteidigungskrieg, quasi Bestrafungskrieg, das bedeutet, Osmanen darf ja keine Provinzen an sich fordern, sondern wir dürfen nur Nationen freilassen. Nein, wir nicht gegen den Osmanen, gegen Ostblock. Sag ich ja, gegen Ostblock. Okay. Aber wir dürfen, das ist dann halt wie ein Bestrafungskrieg, da darf man keine eigenen Provinzen fordern. Und kannst du mal Parkerpanzer holen, weil ich glaube, das Ostbündnis ist etwas zu mächtig und schau mal die Ansprüche von Russland auf Georgien und Litauen an. Das ist etwas schlecht, finde ich. Etwas ja, das komisch. Dass der da mal nachfragen muss. Nein, also, wenn ihr damit jetzt kommt, dass diese permanenten Ansprüche durch Landesbildung jetzt irgendwas bedeuten, das... Es ist halt einfach nur, wir können sie ja versuchen, sie etwas zu schwächen dadurch. Deswegen... Nein, lasst es doch bleiben. Jungs. Ja, was soll das jetzt wieder? Immer irgendjemanden mit Regeln fertig machen, ist halt scheiße. Es nervt einfach nur. Ja. Und es kommt dann so, ich habe Angst, meine Eier sind zu klein. Kann ich auch nicht brauchen. Ich habe was. Hat wer von euch über 1500 Dukaten? Nein, ich habe 300. Krieg aber 23, was ziemlich nice ist. Okay, dann bin ich also die Wirtschaftsmacht im Reich. Wie viel kriegst du? Kriege ich nicht so viel, nur 6 Dukaten, aber dafür habe ich 1450. Ja gut, muss dazu sagen, dass ich meine ganze Provinz die ganze Zeit ausbaue. Ich nicht. Ja, merkst du es. Deswegen habe ich auch eine von 23. Was ist wichtiger für die Wirtschaft? Das Geld, das man hat oder das Geld, das man bekommt? Hm. Ich würde sagen, das Geld, das man bekommt. Ja, das glaube ich nämlich auch. Weil der Franzose ist ja schon nicht mehr, schon wieder nicht mehr synchron. Davon errechnet sich doch auch deine Kreditwürdigkeit. Eben von deinem Einkommen. Weil Geld kannst du immer verlieren, aber wenn du Geld bekommst, kannst du es halt nachbringen. Verstehst du? So. Okay, jetzt... Besser 2 Goldbahnen pro Woche zu bekommen, als 30 Goldbahnen einfach so haben. Ulm hat recht wenig. So Anu, du hast nicht nur irgendwie Verteidigungsbündnis im Sinne von da ist Verteidigungsbündnis, sondern du hast dann mit Cashflow von Ming zu uns rüber beim Krieg mit dem und da und 50 Nationen dabei und das war jetzt einfach nur Osmane, wie er fast angegriffen wird, helfen wir uns fertig. Eine Frage. Wollt ihr einen Isolationskrieg gegen Frankreich machen? Ulm ist irgendwie mit Frankreich verbündet. Keiner will arbeiten. Ulm Nein. ist mit Frankreich verbündet. Na, ich habe jetzt genug von Frankreich kriegen. Ich sag mal nur so, nur Frankreich und 3000 Mann aus Ulm. Und Frankreich hat bestimmt insgesamt keine 100.000 Mann mehr. Vielleicht wird Frankreich irgendwann mal wieder richtig stark und dann nehmen sie uns das vielleicht übel. Die werden nicht mehr richtig stark. Das weißt du nicht. Der Einzige, der uns wirklich jetzt noch gefährden kann, ist der Russe. Glaubt's mir. Ja, der Russe. Wenn der Russe den Litauer erbt, dann ist das gefährlich. Ich finde, aus religiösen Gründen, ich finde das Bündnis so witzig. Da haben wir den Protestanten, der mit dem Katholiken und dem Orthodoxen verbündet ist. Ja, erstens deswegen. Eigentlich müsste Schweden ja auf unserer Seite stehen. Deswegen ja. Aber nein, es sind Christen hier, unsere, denen geht es um Imperialismus. Stimmt. Die Zeiten der Religionskriege sind ja vorbei, seitdem das Heilige Römische Reich protestantisch ist. Ja. Hä? Heiko, findest du das wirklich so schlimm? Ich bin katholisch. Oh. Ich finde es eigentlich so witzig, dass jetzt die Reichsautorität wieder hochgeht. Ja, Heiko, bald können wir das Reichsregiment machen. Bloß 4 Fürsten sind bloß dafür. 4, 5. 6. 5. Nicht so wenig Diplo-Punkte. Warte mal, ich könnte fast Kaiser werden. Aber keiner von uns wählt dich. Ja, aber... Theoretisch könnte jeder von uns... Plus Mainz, Württemberg und Mainz... fehlen mir auch 20 Beziehungen. Irgendwie schon. Ja gut, aber dann hättest du 2 Stimmen und ich 3. Wow, jetzt sehe ich.
Jetzt sehe ich Russland ganz. Seht ihr auch Russland jetzt ganz? Romeo meint, ob wir Angst haben. Heiko, guck mal kurz nach Osten. Ja, ich sehe es. Warum sehe ich die ganze... LOL, warum sehe ich fast die ganze Welt? Ja, ich weiß, ich sag's gerade auch. Der Russe ist mächtiger als der Osmane. Hey, ich seh endlich den Osten. Ming, wobei der Japan. Aber der Osmane, er hat gesagt, er will jetzt erstmal wirklich Persien und Persien sind für ihn 2 plus 1 Krieg. Das heißt, und er will noch Delhi angreifen. Das heißt, der Osmane wird uns jetzt erstmal nicht angreifen. Alter, guck dir den Mamelucken an. Ja, muss dazu sagen, da ist viel Ödland. Was hat angefangen? Der Mali an. Heiko, Wüstenfuchs, der Osmane ist auf unserer Seite zurzeit. Zurzeit, hast du recht. Das ist aber im Regelfall nicht lange so. Er ist stark auf unserer Seite. Ja, aber ich wüsste gern, wie viel Geld Mali gerade hat. Heiko, schau dir mal die Provinzen von denen an. Die haben mehr Goldprovinzen, als in ganz Europa existieren. Wer? Mali? Ja. 3 Stück. Aber das Lustige ist... Wo kann man nochmal... Wüstenfuchs, Bambusleitung aus. Handelsgüter. Das Lustige ist halt, rat mal, wem Indonesien gehört. Korea. Achso, ja, stimmt. Wisst ihr, was ich einfach nur hart feiere? Ich habe 2 Goldprovinzen. Ich hab noch gar keinen. User in your channel timed out. War das Wüstenfuchs? Fuck. Natürlich war das Wüstenfuchs. Bitte time mir auch im Spiel aus. Preußen was vernichtet. Ich weiß nicht, was ich mit meinen ganzen Diplomaten machen soll. Larry. Ja, Wüstenfuchs, ich rufe den Körper wieder hoch. Leute, armes Frankreich. User was moved to your channel. Da ich wieder rausgeflogen ist. Bin ich rausgeflogen oder bin ich noch drin? Nee, du bist noch drin, glaube ich. Nein, es ist aber dafür jemand anderes rausgeflogen. Dafür ist der Franzose rausgeflogen. Was? Hat Frankreich jetzt ein Bündnis mit Litauen? Was ich gerade sagen wollte, Frankreich hat mich beleidigt. Warte. Oh jetzt nein. Jetzt Parkerpanzer, komm mal kurz her. Nee, das ist nein. Nicht, wenn das ein Verteidigungsbündnis gegen uns ist, dann ist das gerechtfertigt. Weißt du, wie wir den Franzosen gefickt haben? Frankreich hat mich übrigens beleidigt, habt ihr es mitbekommen? Ja, Frankreich ist jetzt aber gerade eine KI. Ja, ich verstehe also nicht, Frankreich warum er, nicht der Spieler, machen. Mich beleidigt hat. Weil du einfach Wüstenfuchs bist. Ich bin nachher kein Rüsch mehr. Der Letzte, der sowas gesagt hat, war Sachsen. Und den hast ja auch du zerlegt und nicht er selber. Preußen, nein, eine Sache. Aber sagen wir so. Von vielleicht hat nicht der Werfing nichts zu tun, als ihr wisst. Preußen. Nein, glaube ich nicht. Ich sag mal so, ich habe dir insgesamt mehr geholfen als... Ich sag mal so, ich habe dem Reich insgesamt mehr geholfen, als das Reich mir. Arabien wurde gegründet. Ich habe keinen Krieg gebraucht, wo ich überhaupt Hilfe gebraucht habe. Leute, Arabien wurde gegründet. Aber die sind technologisch richtig weit hinterher. Nichts. Wer muss wer wurde gegründet? Die Welt erobern. Nein, welcher Vollidiot hat Russland erlaubt, westlich zu werden? Ja, ich weiß, das war ich. das war ich. Ah, wir Idioten. Trotzdem. Kann mal jemand aus dann sagen, dass ich Danzig zurück will? Das musst du, das war so der Plan, wenn sie richtig sind. Ich habe irgendwie Angst, zu dem in TS zu gehen. Trotzdem, dieses Schwein, Russland und Georgien ist trotzdem vom Religion her unzulässig. Heiko, ich habe irgendwie Angst, dass die Muslime die Welt erobern. Nein. Naja, sind schon ganz global. Meinst du, müsst jetzt die patriotischen und Europäer gründen? Osmanen ist Wüstenwuchs, die Osmanen sind auf unserer Seite. Trotzdem sind sie muslimisch. Trotzdem, den sie werden. Den kann man nicht trauen. Köln sieht irgendwie total verkrüppelt aus. Ober mal bitte Mainz. Ich erober einfach nur Gebiete, wo ich wenig AE bekomme. Oder niedrig einfach. Ich spiel diplomatisch, nicht so wie ihr auf AE. Ich hatte einmal einen Koalitionskrieg und so, aber ich hatte noch gar keinen Krieg. Ja, aber du spielst auch noch nicht seit Anfang an mit. Eben. Doch. Ich habe davor schon in eine andere Nation gespielt. Ja, welche? Die nicht mehr existiert, weil ich einmal nicht da war wegen der KI. Ihre Cores existieren noch. Die Chakatai-Kanate. Warte mal, welche Nation hast du gespielt? Chakatai. Wo lag das?
nichts, wo du wissen solltest. Ist außerhalb deiner deines technologischen. Lag es nicht in Indien oder so? Nein, mit so Zentralasien. Ach so. Zentralasien sehe ich aber, glaube ich. Ja. Es liegt über dem Himalaya. Da ja, habe ich übrigens alles. Okay. Ja, aber es existiert nicht mehr. Da treffen sich Ming, Russland und das Osmane. Lol, Mutapa hat Krieg gegen Korea geführt. Johannes? Wo ist der? Ah, Nordosteuropa. So, wie sieht's denn aus? Korea kolonialisiert sich bald zu uns her. Ich kolonialisiere bis Europa. Was hat... Großbritannien ist Spieler, oder? Ja, nee. Aber gerade nicht da. Heiko, wir haben schon 19 Reichsautoritäten. Ja, er verkauft sie gleich. Okay. Für wie viel? Weiß ich nicht. Johannes, was machen wir morgen in Spanisch? Ich hab's Auto. In Spanisch? Ja, das fällt nämlich aus. In Spanisch, ich hab Fahrschule. Mann, das könnte man immer irgendwas... Ich könnte dann theoretisch heimfahren und wieder zurückkommen, aber wegen... Ja, 1,5 Stunden los ist es kaum. Was hab ich morgen? Ach, ich müsste eigentlich für morgen noch Hausaufgaben machen. Ach, egal. Lol, Böhm hat auch noch Bürgerkrieg. Das Land ist ja mal komplett am Arsch. Ja. Oh, nice. Eine kostenlose Stabilität. Na, ich hab grad eine, hätte fast eine verloren. Ich hab plus 2 Stabilität, plus 50 Prestige. Auf dem Tisch mit Mantua beendet. Wann was verkauft, ne? Och, lass es doch einfach mal. Ich könnte dem Russen eine Beleidigung schicken. Johannes. Hm? Hörst du es mir nicht irgendwann jetzt dann verkaufen? Warte doch einfach mal. Ach, warte doch jetzt einfach mal länger als warte einen Monat. Über diese Frage. Und wie viel AE hab ich denn? 22, 28, 32. Schaffe ich damit 29 Grund, 20 Entwicklung zu holen? Sachsen. Du machst erstmal keinen Krieg gegen Sachsen. Und nein, aber ich lache über Sachsen. Will jemand Preußen kann sein, ich rufe zum Krieg hinzu. Eher unwahrscheinlich, also sehr unwahrscheinlich, aber. Gegen wen? Augsburg. Augsburg will ich mit. Augsburg. Warte, lass mich mal Krieg erklären, ich rufe sie mit rein. Nein, ich mach das. Dann rufe ich mal direkt mit rein. Also mit Stern, mit Haken rein, bitte. Okay. Weil ich gegen Nürnberg dann ziehen werde. Warte, ich nehme gleich an, wenn ich unten bin. Und wenn meine Moralerwänge hoch gemacht wird. Wir nehmen nämlich Würzburg und Bamberg, bitte. Hast du die als Co-Kriegsziel rein? Nee. Warum? Dann ich lehne mal ab und führe einen Extra-Krieg, okay? Weil Co-Kriegsziel ist sinnvoller da. Wegen AE, für dich. Okay. Ich frag dich gleich mal wieder an. Startsehe. Ich gebe das gleich mal. Das sind gute Neuigkeiten. Wir machen die nicht mit. Nürnberg. Ich habe jetzt eiskalt die Eroberung von Nürnberg genommen. Bam. Lol, jetzt kämpfe ich gegen Rebellen. Nimm mal an. Ja. Aragorn möchte, dass ich ihm seine Unabhängigkeit unterstütze, aber gerne doch. Oh, Aragorn ist größer. Hey, Aragorn hat seine alte Größe wieder, sogar größer. Aragorn ist von Frankreich jetzt. Das heißt, Aragorn, darf ich die auch unterstützen? Das haben wir Frankreich nur angetan. Alles. Lass mal bitte alle Provinzen von Nürnberg dann in Ruhe. Ja, ich gebe dir einfach die Belagerung. Ah, fuck, ich kann die Belagerung ja gar nicht übertragen. Deswegen. Gut, ja. Einfach runterlaufen. Ab. Ist mir egal. Sollen die meine Land belagern? Ich hab 25.000 Mann.
14.000 Manpower. Und Aragon wird jetzt von wem unterstützt? Kastilien, Neapel, Savoy und Niederlande. Österreich unterstützt auch mal Unabhängigkeit. Von Aragon. Soll Preußen auch die Unabhängigkeit unterstützen? Ja! Warte, ich sag mal in Osmanen. Preußen hat leider nicht die diplomatischen Beziehungen. Ja, beeil dich mal, belager mal bitte schneller, indem du deine Einheit ein bisschen aussplittest. Ja, ich mach ja schon. Ja, dann kann ich währenddessen vielleicht gleich einen Krieg gegen Mantua führen. Pisa und Memmingen machen damit. Memmingen ist halt für dich. Schon wieder so ein scheiß Seuchenausbruch. Ja, die vasalisiere ich dann einfach. Ja, ich will in den Krieg. Die zwei Provinzen. Mantua. Wer bekommt eine Koalition? Nein, nice. Das ist episch, das ist episch. Jetzt mal fertig. Heiko, unterstützt ihn auch noch, den Aragonesen. Das heißt, alle gegen Frankreich. Unabhängigkeit unterstützen. Aber irgendwie... Die haben es abgelehnt. Warum? Weiß nicht. Ich bin jetzt einfach Arsch der Welt. Leute, schon wieder Krieg gegen Frankreich führen, oder wie komme ich das jetzt? Ja, wir führen schon wieder Krieg gegen Frankreich. Bald. Oh, ihr wollt es doch wirklich auseinandernehmen. Ach, ich bin ja schon mit drin. Ich werde jetzt erstmal meinen Krieg nebenbei beenden. Deswegen, es dauert noch ein wenig, bis ich helfen kann. Weil ich erstmal Nürnberg auslöschen muss. Bevor du Frieden machst, gell, mach ich Frieden. Nee, Nürnberg warte, keinen Bock mehr auf Krieg hat. Provinz. Geh nach Nürnberg mit deiner ganzen Armee und dann kannst du die aufreiben. Okay, das geht jetzt gleich wahrscheinlich richtig in die Hose. Oder ich gewinne die Schlacht dann. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Nur einen kleinen Fluss Malus. Warum geht Frankreich jetzt eiskalt zu mir? Nee. Kannst du mal ein paar Armeen warum? Wohin geht? Mach Frieden, die kommen zu mir. Franzosen oder was? Ja, die sind ja gar nicht mehr so viele. Trotzdem. Ich will nicht gegen Franzosen kämpfen. Lol, ich kämpf gerade gegen die savoyischen Rebellen. Und gewinnst. Lol, ich will nicht gegen die kämpfen. Ja, aber Savoyen ist doch ein Rebellen. Ich hab mich jetzt rausgezogen, das war jetzt dumm, glaube ich, weil... Ja, du hattest die Schlacht nämlich locker gewonnen. Ja, ich weiß. Anstatt, dass du deinen Verbündeten so wollen hilfst. Ja, das weiß ich. Ich wollte einfach nur die Bewegungsending ändern. Hab mich dann rausgezogen, ich Vollidiot. Jetzt sehe ich noch verkrüppelter aus. Ach du Scheiße. Nein. Oh. Ich siehst du aus wie ein Gesicht und meins ist dein Auge. Bisschen. Ja. Aber es wird auch noch dauern, bis ich sie erober. Ich brauche da oben mal nochmal irgendwie Unterstützung. Ja, ich zieh mich mit hoch und helf dir beim Verteidigen. Ja, das Problem ist einfach diese französische Moral, die pimmelt mich einfach an. Geh nach Holland zurück. Preußen, darf ich deine Truppen haben? Nein, die kommen da eh nicht. Die belagern jetzt Barois zurück. Weil. Geh mal in Richtung. Mantua hat doch ein paar mehr Truppen. Ich belage mal einfach PKD und regeneriere so lange Moral. Kann ich dich zu den Waffen rufen? Ich geh nach Ildefrock. Warte kurz, ich muss kurz mal melden. Warte, die kommen. Ich hab gesagt, wenn ich es machen kann. Nee. Komm, lass die ruhig kommen. Wir sind stärker als die. Bleib einfach in der Provinz nebendran stehen, die sollen mich angreifen. Die kommen, die wir entlagern, Rettel. Ildefrock. Ja, belage du mal Steckdosium. Ja, Steckdosium. Ildefrock. Und ja, mittlerweile ist der Name akzeptiert worden. Was, warte mal. Kann ich 100 zum Aragonesen und fragen, was er möchte? Gute Nacht, französische Flotte.
Ja, Genuese darf aber eine Unabhängigkeit nehmen, laut Dings, oder? Er hat ja nicht mal Ansprüche. Nö. Er hat ja nicht mal Ansprüche. Man kann trotzdem ohne Ansprüche was nehmen. Ja, aber das ist jetzt Wenn er wird sich mal einfach beim Sinn Burn und vielleicht dahingestellt. Labour nehmen. Zwei Provinzen, mehr nicht. Na, das wäre asozial. Also, weiß nicht. Besser die ganze Zeit mit allen möglichen Leuten Beziehungen. Weil ich einfach nicht weiß, was ich. Jetzt muss ich Nürnberger noch extra belagern. Ja. Und kann man. Ich habe keinen Anspruch auf Eger fingieren. Nice, nice, nice. Das finde ich nice. Oh, sehr bald ist Pommern mal. Annektierst du sie wohl schon? Ja, nein, 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 also nein, aber ich bin auf dem besten Wege dahin. Die Frage, also Steckdose wird sich nach dieser Session ärgern. Ja, gut, Ja. ich halt Scheiße im Zieh Rausfliegt. dich doch nicht zurück, die kommen jetzt in Richtung mir und du schaffst die nicht. Weil die haben Na, ich will nur, Zweierlager. dass die ein bisschen rumlaufen. Vor allem, wenn die mich angreifen, dann ist Da gut, ich halt, laufe du da nicht kannst mich drauf. zum Krieg dazu rufen, wenn du brauchst. Ich suche nur Ja, eine ich warte jetzt Provinz, wo noch, ich bis ich keine Nürnberg belagert habe, Verschiebung nicht, dass bekomme. du zum falschen Krieg hinzugefügt wirst. Außerdem, du siehst, was das mit der KI von denen anstellt. Die wissen nicht, ob sie gewinnen. Geh mal nach Kemmerick, aber besser. Oh, Steckdosium! Jawohl. Warte mal, ich mach selber Rafrin und verlange Steckdosium. Das müsste ich eiskalt bringen. Na, also jetzt. Wir wollen es nicht Nein, nein, übertreiben. nein, 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 nicht drauf. Ich bin ein Posenomen. Ja, ich versichere jetzt noch seine Flotte und dann. Warum verliert jetzt Savoy den Krieg gegen Korsika und Vatikan? Mit Neapel zusammen. Also Frankreich ist jetzt gegen eigentlich alles im Krieg, was Namen hat. Okay, ab 100% Worska, das ist super. Also Nürnberg. Und Leute, der Osmane wird uns nie angreifen, da einfach ich mit ihm so gute Beziehungen habe. Also vom Privaten her. Deswegen, wir werden kein Problem mit den Osmanen haben. Außer wenn ihr euch ganz dumm anstellt. Gut, Nürnberg will ich gar nicht haben. Ich zahle einfach nur Nehmt ihr Geld. einfach Geld. Selbst das Geld bringt mir nichts. Ich will eigentlich nur, dass sie Augsburg in Ruhe lassen, dass ich Augsburg erobern kann.